Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich glaube ich streamen würde, würde ich lieber auf Englisch. Ich weiß nicht mal warum. Auf Englisch streamen? Ja. Um eine größere Audienz zu haben. Ja. Oder so. Einfach weil man, und weil wir halt so viele Englische gucken wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Deutsche YouTuber sind auch irgendwie so ganz, ganz fern von mir. Yep. Environmental attack? Okay. Escape from the building. Okay. Ich habe vor kurzem so ein Elder's Play Mario Kart 8 geguckt, ne? Das ist ja immer so ein Reaction-Channel, ist das ja, ne? Wo sie halt, was weiß ich, Teenager oder alte Leute irgendwas spielen lassen oder zugucken lassen, ne? Und bei Mario Kart 8 war da eine Frau, eine ältere Frau, die, warte mal kurz, wie kann ich den umbringen jetzt? Achso, mit F. Okay. die hat halt die ganze Zeit geredet. Und sehr stark auf die ganzen Sachen reagiert und gegen den sie quasi gespielt hat, er hat dann so gemeint, so, could you please stop talking? Und sie war da so, I'm sorry, but it helps me, weil, keine Ahnung, sie halt dadurch irgendwie eine bessere Balance findet oder so, ne? Quasi die geborene Let's Playerin. Manche haben das einfach so drin, dass sie einfach auf alles kommentieren, selbst wenn. Ja. Das niemand hören will. Das ist halt die Sache bei mir, ich rede beim Zocken eigentlich überhaupt nicht, höre Musik und. Ja, mach. Genau. Das ist, deswegen, das ist halt auch der Grund, warum ich teilweise selten hier bin. Einfach weil ich, ja, keine Ahnung, zocke und Musik höre. Weil du ein Ego-Schwein bist und keinen Bock auf uns hast. Ja, genau, das ist auch vor allem auf dich. Echt mal. Oh, bitte was? Wer hat das geschafft? Was zum Teufel? He's out! We got out! He's killing everybody! Quick load. Denn nett, dass die Gegner bei dir einfach nur rumstehen, während du irgendwie einen vermöbelst erstmal. Ja. Das ist immer so? Teils, teils. Also wenn ich ganz normal angreife, dann können die mich natürlich auch angreifen. Aber wenn ich halt einfach rumstehe, dann greift meistens nur einer an und dann kann ich darauf reagieren. Ja, okay. Aha. Au. Ja, will er mich eigentlich noch angreifen? So, endlich. Du musst den festhalten und gegen irgendeinen Gegenstand werfen. Meinst du so? Weiß ich nicht. Durch
Ey, du siehst es jetzt im Stream. Du siehst es jetzt im Stream. Ich habe was Lustiges gemacht. Genau da, wo du es gesagt hast. Auf die Herdplatte oder was? Nee. In den Kühlschrank? Keine Ahnung, was das ist. Ah, ja, okay. Jetzt. In die Platte rein. Badass. Escape from the building. Whee! So einen Sprung habe ich auch noch nicht gemacht. Oh hier. Kurz nachdem dir ins Bein geworfen wurde. Ja. Schon ein paar Stunden her, ist schon verheilt. Oh, spring da hoch. So don't give me that shit. What the hell you looking? Oh crap! Das war gut, ey. Moment. Hat der eine Waffe? Weil da hinten stehen, glaube ich, Leute mit Waffen. Liegt hier irgendwo eine Waffe rum? Ah, nee, die haben doch keine Waffen. Shit! Ach, Mann. Kommt her! Au. Nein! Ach! Au. Ich hasse diese Fetten. Gut. Boah, Father Messi! Du bitte in die andere Richtung gucken oder so. Das wäre sehr nett. Und er hat mich angeschossen. Aber jetzt ist er tot. Gut. Hey, he's got a gun. Hey. Ich hätte ihn umschießen können. Kommt näher. Ich hab dann. Sieht so aus wie eine Schrotflinte, was ich hier habe. Au! Fick dich! Tot? Nee, jetzt aber. Oh, nein, das war die falsche Taste. Damn it! Ich wollte eigentlich da.
dahinter stehen bleiben und nicht. Und nicht drüber springen. Ah, mit der Schrotflinte kann man einfach keine Headshots machen. Ja, mit der Schrotflinte musst du allerdings keine Headshots machen. Ah, Headshot. Okay. Ist aber, es ist einfach... Nee, keine Ahnung. Also, ich mag die Schrotflinte nicht. Was machst du denn da? Ach, du lebst auch noch? Au. Ah, fuck you. Kann ich hier irgendwie die Waffe wechseln? Ja, gut. Double Headshot. Gleich mit Waffe gewechselt, gleich erstmal zwei Headshots gemacht. Sehr gut. Okay. Also, wenn ich in einem Gefecht bin, dann, also die schlauste Methode ist definitiv, neben einem Gaskanister zu stehen. Au! Schießt du mich einfach an? Shotgun? Nein. Ach lol, Class 1 Streamer bei Service Space Program mit 1000 Leuten ist ja King Kongo. Der komische Diablo Streamer, beziehungsweise der durch Diablo Stream gewusst wurde. Okay. Also deutsch oder international? International ist ein Holländer. Aha. Ey. Ein super behinderter Spasti, also der hat richtig, richtig viel Verarsche abgezogen bei Diablo 3. Mit Items abziehen von Leuten, was? Die Items, die halt mehrere tausend Euro wert sind und so. Irgendwelche Leute, die ihn dann zum Leveln von irgendwas die und die Waffe geliehen haben und dann hat er sie ihm wiedergegeben und sowas. Und sie dann geblockt und so. Wow. Super. War immer der größte Streamer in Diablo 3.